Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Haringway. Wir machen weiter mit Newer Super Mario Bros. Wii auf der Nintendo Wii. Der Hack oder die Modifikation oder wie auch immer wir es nennen wollen, von Fans erstellt für New Super Mario Bros. Wii. Und wir machen natürlich da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wobei ich glaube, ich gerade so ein ganz klein bisschen in Versuchung bin, ein bisschen zurückzurennen, um die Sachen zu holen, die mir momentan so ein ganz klein wenig fehlen. Das wäre eigentlich in Searing Sands, genau, da fehlt mir noch eine Sternenmedaille. Aber da ist doch eigentlich auch noch irgendwie... Achso, wir müssen irgendwie anders laufen, ne, damit ich die Welt zurückgehe. Weil in der allerersten Welt, da hat mir noch ein Geheimausgang gefehlt. Und das wurde uns ja durch die Oberweltkarte quasi gesehen so ein bisschen verraten. Und deshalb würde ich da ganz gerne auch nochmal gucken gehen, weil ich glaube, ich mittlerweile weiß, wie man da hinkommt. Achso, ja, genau. Mario schwimmt zurück zur Yoshi-Insel und dann können wir uns jetzt um genau eben diese Welt kümmern, die, glaube ich, dort oben war, genau. Die jetzt auch noch so komisch rot blinkt oder was auch immer. Ich hatte ja gesagt, oben links wird einem das angezeigt und so weiter und ihr seht das ja auch an den, ja, die anderen Level sind alle blau. Also nehme ich mal an, das Blaue heißt tatsächlich Level zu 100% gelöst. Das Rote bedeutet dann wahrscheinlich einfach nur, hier fehlt noch irgendetwas. Achtung, geh doch nochmal rein in den Level und guck nochmal, ob du irgendwie zufälligerweise etwas findest. Finde ich persönlich eine gute Idee. Einer hatte es kritisch bemerkt, dass es so wäre, weil dann würde ja der ganze Erkundungsfaktor verloren gehen und so weiter und so fort. Kann ich an der Stelle aber nicht gelten lassen, weil, und ich habe mir fast gedacht, dass das irgendwas hiermit zu tun haben wird. Hier waren damals noch nicht die Blöcke. Wir haben ja erst später den gelben Schalterpalast ausgelöst. Von daher, wenn wir jetzt in diese Röhre reingehen, dann ist es doch relativ wahrscheinlich, dass wir hier unter Umständen, wow, irgendwie eventuell den Zugang zum geheimen Ausgang finden werden. Achso, hier unten geht's gar nicht weiter. Gut. Dann habe ich jetzt die total tolle Idee, dass wir trotzdem alle Münzen einsammeln, weil der Hering irgendwie ein oller Skiller sein will. Und zum anderen habe ich die total tolle Idee, dass wir einfach mal in die Röhre dort reingehen und hoffentlich... Ja, hoffentlich was genau. Waren wir hier schon? Kennen wir das? Oder ist das alles neu hier? Ich hoffe mal, das ist neu. So richtig kann ich mich an Level nämlich nicht mehr erinnern. Nee, wie gesagt, einer hatte das kritisch angemerkt, aber ich kann es nicht richtig gelten lassen, weil das nicht mal auf dem Mist der Modder oder der Hackentwickler oder wie auch immer wir sie nennen wollen, gewachsen ist. Also, nö. Erinnert ihr euch mal zurück, bitte schön? Oder... Genau du, die Person, die du es kritisch angemerkt hattest. Erinnere dich doch bitte mal zurück an die Anfänge von Super Mario, beziehungsweise... An die Anfänge von Super Mario, beziehungsweise an die Anfänge auf dem Super Nintendo. Super Mario World? Fragezeichen. Da war es doch genauso, dass man auf der Oberweltkarte gesehen hat, in welchen Leveln sich Geheimausgänge befinden und so weiter und so fort. Von daher, das ist eigentlich... Wieder in dem Sinne nur eine nette Hommage, die Entwickler quasi gesehen... Oh, ihr seht jetzt, dass das hier grüne Blöcke sind. Ich dachte, die müssten einen skilligen Wandsprung machen, damit ich dort oben an die Spitze des Fahnenmasts komme. Aber mit den Blöcken ist ja noch einfacher. Das ist einfach nur eine Hommage an Super Mario World in dem Sinne. Weil da hat man es eben auch gesehen, anhand der Levelkarte. Und da wusste man auch genau, was einen dann erwartet, quasi gesehen, sobald man es erstmal wusste. Es wurde einem nie im Spiel gesagt, aber irgendwann wusste man es halt. You have gotten everything in Yoshi's Island. Oh, das ist schön. Speichern? Ja. Gut, das heißt, hier kommen auch Erfolgsmeldungen, das ist super. Und jetzt sehen wir auch, dass der Level sich blau gefärbt hat. Und jetzt sehen wir unten links bei Yoshi's Island, dass da 3 Sterne zu finden sind. Und 3 Sterne heißt wohl anscheinend, dass der Level, ja, komplett ist. Quasi. So. Und jetzt können wir hier einen anderen Ausgang nehmen oder so? Ich weiß nicht genau. Wo schwimmt Mario jetzt hin? Ich glaube, jetzt schwimmt er ganz woanders hin, ne? Okay. Was ist das hier? Goldwood Forest. Autumn Plateau. A1? Okay. Scheint eine Art Bonuswelt oder so zu sein. Okay, das ist cool. Mit einem schwarzen Toadhouse und... Das sieht mir alles ziemlich optional aus. Ich würde mal sagen...
Wir machen erstmal Welt 2 fertig und so weiter und so fort. Und dann gucken wir vielleicht mal in die A-Welten rein. Ja, das scheint mir irgendwie wie ein lustiger kleiner Plan. Es gibt also so eine Art kleine Herbstwelt. Das ist ja witzig. Ob die auch so ein bisschen angelehnt ist an Super Mario World? Sprich dann, ihr wisst ja, oder ihr wisst es hoffentlich, wenn man Super Mario World durchgespielt hat, einmal komplett, eben plus Bonus Special World, dann hat sich ja die gesamte Umgebung in so eine herbstliche Region verwandelt und dann sahen die Gegner teilweise ein bisschen anders aus und so. Die Koopa-Schildkröten hatten dann plötzlich Mario-Masken auf und solche Geschichten eben. Vielleicht treffen wir solche Details dann ja auch in dieser Welt an. Aber verlassen wir es mal nicht drauf. Wäre jetzt nur spontan so eine Idee von mir, wenn ich das so einfach sehe. Jetzt will ich aber erstmal hier weitermachen. Searing Sands. Achso, das war die, ja, das war die Sonnenwelt. Ich will hier eigentlich noch die dritte Sternmedaille finden. Und bin mehr oder weniger guter Hoffnung, dass ich sie auch finde. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es mir im Vorfeld nicht mehr angeguckt in einem Video. Das heißt, ich kann jetzt nicht so hundertprozentig sagen, ob das jetzt eine leichte Geschichte wird oder nicht. Oh, du schöne Sonne, bitte mach die Mücke und bitte störe mich nicht und bitte störe mich nicht. Mich nicht, oh Gott. Ja, ich hatte es, ja, toll. Ja, ich hatte es fast vergessen, dass die ja irgendwie so ein ganz klein bisschen böse ist. Ah, aber es funktioniert noch genauso wie auf dem Nintendo Entertainment System. Mit Super Mario Bros. Man kann die Wolke mit einem gezielten Schuss eines Koopa-Panzers ausschalten. Igitt! Ja, man kann. Man kann, aber man muss nicht. Das ist ja witzig. Wofür ist denn der Powerblock dort unten? Halt. Na, scheiße. Mal gucken. Ah, ganz viele Münzen. Ganz viele Münzen. War hier... Moment, hier ist erst die Mittelfahne. Ich hätte jetzt eigentlich... Bin ich an der zweiten Sternmedaille schon vorbei? Oder kamen die dann erst noch? Ich bin mir da jetzt gerade ein bisschen... Bisschen unschlüssig, beziehungsweise ein bisschen unsicher. Ja, das ist das Problem. Ups. Ihr, die dieses Video hier seht, für euch ist das vielleicht alles noch nicht so schrecklich lange her. Aber für mich schon. Über eine Woche immerhin. Ich habe mir ja die ganze Zeit zwischendrin... Oder beziehungsweise ich habe ja eine Pause gemacht von... eben diesem Spiel hier, weil ich mich ja lieber New Super Luigi U hingegeben habe, was definitiv auch eine super tolle Entscheidung war. Jetzt nicht, weil das hier schlecht wäre, sondern einfach, weil New Super Luigi U auch eine schöne Erfahrung einfach war. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt natürlich auch schön, den Hack wieder zu spielen. Oder die Mod. So. Aha. Das war die zweite Sternmedaille. Ach so, ich glaube, ich hatte im Verdacht, dass hier irgendwo was wäre. Dass man eventuell vielleicht irgendwo hier nach oben einfach müsste. Und dann... Ja, und dann könnte man hier irgendwo ganz vielleicht etwas finden. Bups. Aber das ist natürlich irgendwie die Nadel im Heuhaufen suchen, ne? Ah! Okay. Funktioniert das überall? Bin mir gerade nicht sicher. Nee, hier ist irgendwie... Schicht. Komisch. Warum kann ich über die eine drüber laufen, aber über hier nicht? Das ist ja seltsam. Na gut. Lassen wir uns hier mal ein bisschen absinken. Es geht auch erstaunlich weit hoch. Muss man sich mal so... Wenn man sich das mal so anguckt. Aber gleichzeitig müsste es auch ein bisschen runtergehen, oder? Es scrollt auch mit ein bisschen runter. Okay. Blups. So. Dupdi-dupdi-dupdi-dup. Dupdi-dupdi. Dupdi-dup. Nee, hier ist nix. Hier oben drüber auch nicht. Jetzt habe ich natürlich verschiedene Optionen. Zum einen kann ich natürlich hier oben gucken, zum anderen kann ich feststellen, dass hier nichts ist. Bei dem hier in der Mitte, da war ich jetzt aber noch nicht ganz oben. Ich weiß, es ist mühselig, aber immerhin, ich kann mir vorstellen, dass es nicht so einfach ist, hier die dritte Sternmedaille zu finden. Auch wenn das in bisherigen Leveln jetzt nicht so sonderlich das Problem war, aber was soll's. New Super Luigi U war übrigens ein gutes Stichwort, also
Wie hat euch denn die New Pause auf meinem Kanal gefallen? Waren ja immerhin für euch nur 2 Tage. Wie gesagt, für mich war es eine knappe Woche. Ich meine, die Videos kommen gut an. Und irgendwie auf Mario-Spiele stehen wirklich sehr, sehr, sehr viele Leute. Was ich auch überaus nachvollziehen kann. Das macht ja auch einfach Spaß, das Ganze zu spielen. Kann man lustige Wandsprünge und so weiter machen, aber irgendwie bringt mich das nicht weiter. Und ich werde jetzt schon... Toll. Das wäre mir fast klar, dass es passiert, aber egal. Ja, ich werde fast schon, ja, sehnsüchtig, ja. Ich werde heulen oder so, ich weiß noch nicht genau, was ich mache, wenn ich diesen Hack hier durch habe. Das ist irgendwie das Problem, dass ich dann unter Umständen so ein ganz klein bisschen überfordert sein werde. Aber prinzipiell, es gibt ja noch andere Hacks oder Mods oder dergleichen. Man müsste sich nur mal ein bisschen umgucken. Und nur mal ein bisschen besser über, wow, gewisse Dinge Bescheid wissen. Aber wozu gibt es das Internet? Da kann man sich ja bei Zeiten mal ein bisschen informieren. Macht ihr hoffentlich auch. Ich habe ja auch schon gelesen, dass, wow, ich einigen Leuten vollkommen zu Recht auch so ein ganz klein bisschen Lust auf die ganze Chose hier gemacht habe. Einige andere Leute wiederum sind ziemlich mit sich am Kämpfen, weil sie nicht hundertprozentig wissen, ja, darf ich das, soll ich das hier so installieren und so weiter. Und es ist auch wirklich nicht gefährlich und kann da nichts passieren und hast du nicht gesehen. Und ich kann eure Sorge... Scheiße. Oder? Ne, Moment. Aha! Okay. Das ist die ganze Geschichte mit der Sternenmedaille vielleicht doch einfacher als gedacht, außer ich hätte sehr schnell sein müssen. Aber hoffe ich einfach mal nicht. Nein. Aha. Okay, alles klar. Bups, 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 bups. Boinky. Krieg ich das nicht so hin? Natürlich krieg ich das so hin. Wäre es nur blöd, wenn mein gelben Schalterpalast noch nicht ausgelöst hätte, aber naja. Was soll's. Gut, schön. War ein bisschen komplizierter, wenn man sich wirklich nicht umgesehen hat, aber na gut, was soll's. So, nein, hier nicht rein, da rein, dort rein. Ich kann zur Installation von dem Ganzen wirklich nur sagen, macht es genauso wie auf der Anleitung von der Homepage beschrieben. Also, wenn ihr es genauso durchführt, dann macht ihr es im Endeffekt genauso wie meine Wenigkeit. Und dann kann bei eurer Wii nichts kaputt gehen. Ich muss jetzt zugeben, dass ich es vielleicht auch nicht so unbedingt gemacht hätte, wenn ich jetzt nur die Wii besitzen würde oder nur die Wii U. Auf der Wii U kann man das Ganze übrigens nämlich auch installieren. Da gibt es auch eine Installationsanleitung zu. Welchen Level machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir machen jetzt den mal hier. Windworn Dunes. Ja, wenn ich nur eine Konsole hätte, weiß ich nicht genau, ob ich mich da überwunden hätte. Für mich ist es natürlich einfach klar, weil, wow, windig, windig. Das hatten wir aber schon im Original New Super Mario Bros. Wii in einem Level. Oh ja, auch von den, ja, den Leitern her und so weiter, das erinnert mich gerade. Ein ganz klein bisschen frappierend daran. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Gelbe Röhre. Ach so. Ah, okay. Ja, da unten waren auch Blöcke für den Schalterpalast. Da musste ja quasi gesehen irgendwie was sein. Blups, blups, blups. Wenn man es jedenfalls genauso durchführt wie auf der Homepage beschrieben, dann macht man es im Endeffekt genauso wie ich und dann kann da eigentlich fast nichts schief gehen und ja, das ist so eine gewisse Gewissensentscheidung. Klar, für mich ist es einfach, wie gesagt, ich besitze 2 Konsolen, die im Endeffekt dasselbe leisten, weil meine Wii U mittlerweile eben auch ohne zu murren die Spiele so abspielt, wie ich es haben möchte. Scheiße. Ja, aber... Mein Gott, man installiert ja auch nicht mal... Hallo? Okay. Man installiert ja nicht mal was auf der Wii, sondern man packt alles nur auf die SD-Karte drauf und speichert eben auch alles nur auf der SD-Karte. Wenn man die SD-Karte dann wieder entfernt aus seiner... aus seiner Wii-Konsole, dann ist alles wieder so wie vorher. Also von daher, da kann wirklich nichts schief gehen. Also von daher kann ich euch, glaube ich, in der Beziehung so ein bisschen die Angst nehmen. Auch wenn ich an der Stelle natürlich keine Verantwortung übernehmen kann oder möchte.
weil ist im Endeffekt dann immer noch eure Konsole und müsst ihr wissen, ob ihr das Ganze macht oder nicht. Natürlich ist es nichts Nintendo Offizielles, das heißt, von daher muss man da schon so ein ganz klein bisschen vorsichtig sein, beziehungsweise mit einer gewissen Vorsicht an die ganze Sache herangehen. Mist, ich hätte... Ich werde jetzt nur gucken, weil die Piranha-Pflanze da so dämlich stand. Ich hätte wetten können, dass da irgendwie was ist. Na gut, okay. Ich habe aber noch keine Mittelflagge erreicht, oder? Kann das sein? Ich glaube, das war jetzt ein bisschen doof.